Hallo, heute mal der Hinweis, dass es an den Gerichten nicht nur die üblichen Geschäftsverteilungspläne, sondern auch noch kammerinterne Geschäftsverteilungspläne gibt. Erst aus diesen kann man erkennen und belegen, dass der Bürger an den Verwaltungsgerichten systematisch um das Recht auf den gesetzlichen Richter gemäß Artikel 101 Grundgesetz betrogen wird. Die Grundlage dazu bilden mal wieder vom Bundestag erlassene und von der Bundesregierung verkündete grundgesetzwidrige Bestimmungen, diesmal solche in der Verwaltungsgerichtsordnung. Mehr Info über den Link.